Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Nachhaltig Leben. Und unsere Zwiebelkernen sind schon fertig. Das ging ja rucki zucki. Wie viel können wir die denn verkaufen? Oh, 54. Ja, schön. Wir haben ein Objekt gestohlen. Sie haben jetzt schon wieder mitgehen lassen. Sie sind auch so ein Klaubert hier, oder was? Und wir wollten noch ein Aquarium kaufen. Ich finde Aquarien halt voll schön. Ich habe selber Aquarien. Und, ich weiß, ich habe Großscheiben drin. Ich habe selbst Aquarien und, liebe Aquarien. Keine besonderen. Ich habe ein paar Kampffische, die einzeln in ihren Aquarien leben, so wie es muss. Und, ein größeres habe ich. Also nichts Besonderes. Aber ich finde es halt voll schön. So. Können wir unsere Fischis da reinsetzen? Öffne. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Weil ja Fische bekanntlich noch leben, wenn sie erstmal eine Nacht in einem Inventar waren. Wer kennt's nicht? Erstmal mit einem Fisch in der Buchse rumlaufen. Alles kein Thema. Den können wir auch mal gerade reparieren. Wir haben wieder einen Stromüberschuss. Und ich würde sagen, wir gehen auch jetzt einfach mal eine Runde recyceln, bevor die Arbeit anfängt. Weil wir ziemlich viel im Inventar haben. Wir haben Altmaterial. Wir haben... Ich weiß nicht, Honig können wir, glaube ich, sogar verkaufen. Kompass ist für die Käfer. Müllhaufen haben wir. Eine Schatzkarte haben wir auch. Oh, cool. Und Speisereste haben wir. Das kann alles schon mal weg. So. Schwupp, und schon wieder haben wir ein paar Teile. Dann sind unsere Käfer mal wieder... ne, Moment, wir wollen die mit Kompass füttern. Eigentlich sind die noch da. Weil wenn wir sie füttern können, leben sie ja noch. Sie werden nur nicht angezeigt, leider. Hallo, mit Kompass füttern. Okay, es geht einfach nicht, oder was? Doch, geht. Pflegen? Da sind sie auch noch da. Sind vielleicht alle drin, haben keinen Bock rauszukommen. Da sind sie. Unsere Käferchen. Die heutige Post wurde zugestellt, nämlich eine Rechnung. Wer kennt's nicht? Es ist meistens eine Rechnung, wenn Post kommt. Können wir auch direkt bezahlen. Easy peasy. Und ich würde sagen, wir versuchen es nochmal mit den Bienen zu verbünden. Wir wollen gleich zur Arbeit gehen. Jetzt schaffst du es bestimmt. Nein. Nein. Oh, cool. Hier, die Anlage ist an. Wunderschön. So, den wieder ins Inventar. Okay, du wolltest was essen noch, ne? Bevor du gleich zur Arbeit gehst. Dann mal los. Man müsste nicht auf dem Bett setzen, wenn man einfach mal sein Dreckbag macht. Nur so. Liebe Sophie, als kleinen Tipp. Wir sind ein bisschen K.O. gleich wahrscheinlich. Aber wir brauchen eh noch unsere Logikfähigkeit, sonst geht das nichts. Leider. Stromreserven sind aufgebraucht. Warum sind die aufgebraucht? Wahrscheinlich wegen Aquarium oder so, ne? Ne, ich möchte nicht zu Tina rüberkommen. Wir gehen erstmal schlafen, sie ist nämlich völlig fertig. So, Stromreserven sind schneller aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen wieder mehr Strom, Strom, Strom. Ungerne. Ich würde ungerne, dass sie alles mit irgendwelchen Windturbinen vollsetzen, aber es geht ja anscheinend nicht anders. Wir haben halt das Geld, ne? Wer Cola hat, dann mal ausgeben hier. So, wir haben jetzt massenhaft Windturbinen. Wenn wir jetzt nicht genug Strom haben, dann weiß ich auch nicht. Mal irgendwo einen Windpark auf, um mein Haus zu verwalten.
Wie sieht es denn überhaupt aus? Wasser haben wir ein bisschen über. Strom gar nicht. Okay. Es kann doch nicht sein, dass man so viel braucht, um genügend Strom für einen Haushalt zu gewinnen. Das ist ein bisschen heftig, oder? Ich meine, ich kann hier ja wirklich, also ich meine, das mit dem Windpark, das ist ein Scherz. Ich kann ja keinen Windpark anlegen, damit hier mein einzelnes Haus mit Strom versorgt wird. Und Wasser. Ich kann ja auch nicht so ein. Nee, backen wollte ich nicht. So ein Wasserreservoir aufmachen. Ja, was Ausgefallenes kochen. Du kannst ruhig zwischendurch mal Lichter anmachen. Naja, mal gucken, ob das jetzt reicht. Du sollst nicht die ganze Zeit das Radio laufen lassen. Sonst nehme ich es dir weg. Ich schwör's dir. Siehst du, schon wieder Stromreserve schon wieder aufgebraucht. Was zur Hölle? Warum? Kann doch irgendwo nicht sein. Wann müssen wir zur Arbeit? In 6 Stunden. Ja, dann machen wir noch ein bisschen Schach hier. Jetzt haben wir wieder einen Überschuss. Jetzt ist hier auch wieder die Partybeleuchtung zwischenzeitlich an. Ja, keine Ahnung. Also, es kann doch nicht sein, dass wir so extrem viel brauchen. Wir haben hier immer noch keinen Überschuss. Doch jetzt haben wir angeblich einen Stromüberschuss, aber noch keiner, der angezeigt wird. Das kann doch nicht sein. Wir haben so viele Windräder. Und Solaranlage und alles. Das kann doch nicht sein, dass wir immer noch so Probleme haben, Sachen hier irgendwie zum Laufen zu bringen. Sind wir konzentriert. Jetzt muss er eigentlich durchziehen, ne? Aber wir müssen bald zur Arbeit. Mensch, Mensch, Mensch. Gar nicht so einfach. Chrysanthemenpflanze. Oh, die bringt aber auch gut Geld. Eine Toilette musst du gleich noch, bevor du zur Arbeit gehst. Und am besten noch irgendwas kurz schnabulieren, was keinen Aufwand macht. Habe ich gerade einen Donner gehört? Ich höre Donner, aber ich sehe nichts. Okay. Tschüss. Einmal verkaufen. Ja gut, auf Toilette und Essen kann sie auch auf der Arbeit, ne? Meistens gibt es auf der Arbeit ja auch was zu essen. Und los, in der Kantine. So, wir haben immer noch das Problem, dass uns der Logikfähigkeitenpunkt fehlt. Vielleicht können wir irgendeinen Benefit hier kaufen. Moment. Nee, kann neues Bestreben werden? Hier konnte man doch mal. Achso, weil so viel nicht da ist. Okay. Dass sie schneller lernt, wäre doch mal sinnvoll, ne? Mal gucken, ob wir da irgendwie was machen können. Jetzt haben wir wieder Wasserüberschuss. Setze 5 Farbstoffe. Das müssen wir auch noch machen. Das können wir leicht erfüllen. So, mal gerade gucken. Wir haben 2650 Punkte. Die brauchen wir alle nicht. An Hitze gewöhnt. Nein, nein. Blitzputzer wäre sinnvoll vielleicht. Sportskanone, stets willkommen. Wasserfest. Reinigung, Insta-Groß, Insta-Schlank. Den hätte ich gerne in Real Life, den Insta-Schlank. Müsste man sich nicht immer so abquälen beim Abnehmen, sondern könnte den einfach trinken und wäre direkt schlank. Das wäre doch praktisch. Blitzleserin ist auch ganz sinnvoll. Frühaufsteherin, Mentoren. Unterricht freigeschaltet. Nachteulen. Nein. Herd- und Grillprofi. Ich glaube, Nox ist hier Herd- und Grillprofi, ne? Ja, ständig am Grillen ist. Jugenddrang, um einen Sim zu verjüngen.
Den könnten wir eigentlich auch James geben, ne? Aber ich sag mal, ich hatte eigentlich ja James als ersten potenziellen Partner gesehen, aber weiß ich nicht, letztendlich wurde ja nie was draus und auf unsere Flirtversuche ist auch nie eingegangen, von daher kann er ruhig alt bleiben. Kostenlose Dienste, marktauglich. Aha, wir verkaufen also dann Sachen für mehr Simoleons. Eisfest, genügsam, hitzefest. Eine kreative Visionärin. Ja, ist größere Wahrscheinlichkeit auf Meisterwerke und so. Ist natürlich auch nicht schlecht, weil wir ja gerne malen. Aber ich möchte jetzt gerade irgendwas haben, womit wir einfach schneller lernen können. Aber gibt es, glaube ich, nicht. Fruchtbar, nein, brauchen wir nicht. Mega grüner Daumen. Für immer satt, für immer frisch. Niemals erschöpft. Gab es nicht mal was, wo man mehr, also besser und schneller lernen konnte? Konzentrationstrank. Nee. Schlafersatz, Inspiration, sofortige Hygiene, sofort Spaß. Ist nicht das, was ich suche, ne? Stimmungslöser. Schade. Dann würde ich sagen, dann geben wir das wirklich da für diese Meisterwerke aus. Weil die bringen uns ja wiederum Geld, ne? Das hat ja dann immerhin einen Vorteil. Dann machen wir das so. Sie geht jetzt erstmal essen. Da ist sie gerade bei. Und dann machen wir noch hier, kaufen wir uns Farbsteinstoffe, genau. Das war gerade wegen dem Backstein, weil ich nebenbei gelesen hatte, während ich geredet habe. Wir kaufen einfach mal ein paar Farbstoffe. Wir haben es ja dicke. Falls sie gerne welche besitzen möchte. Und damit erfüllen wir uns hier den nächsten Step in unserem Bestreben. Erreiche Level 5 der Herstellungsfähigkeit. Okay. Das können wir nur an unserem Generator hier oben, unserem Fabrikator, meine ich, indem wir Sachen anfertigen, würde ich sagen. Und was fertigen wir denn mal an? Eine Voodoo-Puppe, jo. Angefertigte Kommode. Können wir die auch in Farbe? Oh, in Farbe. Kanarienvogel? Nee, hier in Himmel, ne? Himmel finde ich cool. Handritz. Ich finde Himmel cool. Das machen wir mal. Gucken, ob sie das hinkriegt. Ich bin gespannt. Yay, wir haben wieder ein Gut gemacht in Sachen grüner Daumen. Nee, wir stellen gerade was her, James. Wir sind busy. Oh, ich bin total gespannt, ob sie das hinkriegt und wie die aussieht. Naja, so viel zu dem Thema, ne? Wir haben es einfach zerstört. Warum? Oh Mann. Wir haben es aber jetzt nicht hergestellt, ne? Oh. So viel zum Thema. Ich bin gespannt, ob sie es hinkriegt. Boah. Das hat ungefähr den gleichen Flair wie. Nee, du sollst das reparieren. Es klettert nicht auf und runter die ganze Zeit. Das hat ungefähr genau den gleichen Flair wie mein. Hoffentlich brennt es nicht. Und im gleichen Moment fängt es einfach an zu brennen. Genauso ist das hier. Ich hoffe, sie kriegt das hin, das herzustellen. Boah. Das konnte nur wieder mir passieren. Danke. Anfertigen. Kommode. Himmel. Du kannst das. Los, let's go. Bitte, 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 bitte nicht wieder kaputt gehen. Du schaffst das. Hat sie's? Ne, sie hat zwischendurch unterbrochen. Okay, ja, dann geh erstmal schlafen, ist besser. Nicht, dass du es nochmal kaputt machst. Find's übrigens schade, dass man Fische nicht mehr füttern muss. Finde ich voll schade. Das ist so unrealistisch. Was? Fische brauchen Futter? Nein. Kann ja gar nicht. Wieso spült sie eigentlich immer vorm auf Klo gehen? Das ist ein bisschen eklig. Wie sieht es denn mit unseren Ressourcen aus? Jau! Hier! Stromüberschuss läuft bei uns. Sehr, sehr schön.
So, ausgeschlafen, bitte aufwachen. Und duschen. Und nee, schnelle Mahlzeit ist besser. Du musst schon wieder recyceln, aber wir haben doch letztens erst recycelt. Aus Inventar recyceln. Wow, ein Gartensalat. Okay. Und Müllhaufen. Yes. Wasserreserven sind schon wieder aufgebraucht. Ich will hier halt nicht so 50 von diesen Auffangbehältern hinstellen. Wie sieht denn das aus? Das ist doch unschön. So, jetzt brauchen wir Happy Gute Laune. Dann brauchen wir noch Social. Wir arbeiten heute von zu Hause aus, weil wir müssen ja auch noch unsere Logikfähigkeit verbessern. Und das können wir am besten machen, indem wir von zu Hause aus arbeiten. Mehr Auswahl, Web. Nein. Mehr Auswahl, Kontakte knüpfen. Möchte gerne, dass du ein bisschen chattest, Maus. Warum bist du traurig? Müßiggang. Okay. Sei doch nicht so. Das war schön. Mit Tränen gießen. Let's go. Nein, du musst das. Nein, du sollst das mit. Okay, schade. Sie kann nicht mehr mit Tränen gießen, weil sie gestochen wurde von den Bienchen. Dabei hätte ich so gerne jetzt mit Tränen gegossen. Ich gieße meine Blume auch immer mit Tränen. Weil ich so traurig bin. Natürlich nicht. So, einfach mal alles gießen hier, damit es wieder schön ist. Und dann versuchen wir unser Werk hier oben abzuschließen. In der Hoffnung, dass nicht wieder was kaputt geht. Ich habe es gerade laut gesagt. Ich weiß, es könnte passieren, dass jetzt wieder alles zerstört wird. So. Komm schon, du schaffst das. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben eine Kommode hergestellt. Yay. Wo ist sie? Da. Wow. Oh, die ist cool. Die gefällt mir wirklich gut. Die ist toll. Da können wir auch Sachen reinstellen, wie zum Beispiel eine Kerze. Okay, vielleicht jetzt nicht so unbedingt die Kerze da direkt reinstellen und anzünden und so. Könnte ein bisschen kritisch enden. Aber mir gefällt diese Kommode sehr gut. Können wir das mal hier hinstellen? Die können wir zum Beispiel da reinstellen. Cool. So, wir haben wieder einen Wasserüberschuss. Können wir das denn mal verbessern hier, das Ding? Verstärkter Behälter. Dann mal aufi. Sie unsere Geschicklichkeit hinkriegen. Und wir wollten noch Blumenbeete machen, ne? Wir müssen natürlich auch arbeiten heute, ich weiß. Okay, wir müssen einfach nur mit ein paar Leuten quatschen. Da kommt bestimmt nachher noch jemand vorbei, der mit dem sich quatschen lässt. Hast du? Super. Möbel herstellen. Gartenpflanzkiste. Level 5 der Geschicklichkeitsfähigkeit. Jawohl. Ich weiß, wir müssen noch Logik machen. So, wir wollen natürlich auch noch was essen. Zu Abendessen. Geschwärzter Barsch, okay. Ist da wirklich Geschwärzte? Ja, tatsächlich. Gut, habe ich noch nie gegessen. Geschwärzten Barsch, also. Keine Ahnung. So, dann müssen wir gleich noch auf Toilette und dann können wir ja jemanden zu uns einladen, mit dem wir nachher schnacken. Hier unseren Teenie-Kumpel. Ich kann mir mal erst einmal schicken, vielleicht kommt er dann vorbei.
Und Lukas Bauer können wir auch mal in der SM einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Konnte ich das bei dem anderen gerade nicht? Nee, bin ich gerade nicht bei. Wo ist er denn? Da. Doch! Hab ich übersehen, Entschuldigung. So. Oh. Sind die bekanntlich die Wachbienen? Nennt man es auch. Wächterbienen, gleich wenn man reinkommt. Sag ja. Orbitani. Des Mikos Crunchy Nevisel. Bada, Chilerba. Oh, warum denn Minos? Dann spielen wir mal mit ihm zusammen. Nein, wir wollen spielen. Ey, 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 ey. Ey, geh da weg. Jetzt geht er auch weg. Warum denn? Wieso läuft das immer alles schief, was ich machen will? Und wieso ist das da hinten schon wieder kaputt? Ich dreh gleich durch. So, komm her, wir spielen jetzt. Ich muss dich noch befragen. Da. Gut. Befrag ihn mal. Du sollst ihn fragen, meine Güte. Was ist denn daran so... Dreh gleich durch. Oder fragt sie gerade? Ah, sie hat sie gefragt? Ja. Gut. Danke. Spielen. Muss wahrscheinlich nach Hause, ne? Bitten Schach zu spielen, so. Ah, sie ist halt von der Energie her runter, ne? Das schaffen wir heute leider nicht. Ich würde sagen, wir schicken ihn nach Hause, gehen schlafen. Oh, nach Karriere können wir ihn noch fragen. Er ist natürlich DJ. Das, hätten wir uns jetzt irgendwie denken können? Und wir schicken ihn trotzdem mal nach Hause, weil wir müssen echt schlafen. Sonst kommen wir morgen nicht in der Gänge. Und duschen müssen wir nachher. Wie sieht es denn mit unserem Vorrat hier aus? Ah, wir haben Strom, haben wir guten Überschuss. Sehr schön. Einmal aufstehen. Und duschen gehen. Dies läuft doch. Diese verdammte Logikfähigkeitenpunkt. Knifflig. Hast du alles weggeschmissen oder nur die Hälfte? Du hast wieder nur die Hälfte weggeschmissen. Jetzt tu das weg. So. Ah, du stinkst immer noch, weil wir schon wieder kein Wasser haben. Oh, ich dreh durch immer. Bringt halt voll nichts, dieses kurze Duschen, ne? Wir arbeiten wieder von zu Hause aus. Geht ja leider nicht anders. Kann ja nicht so mega stinkend da irgendwie zur Arbeit gehen. Das ist doch mega Mist. Mega, mega. Omelette. Mach dir mal ein Omelette. Das ist doch totaler Quatsch. Parieren. Und jetzt ist sie natürlich auch noch kaputt. Genau. Jetzt haben wir gerade wieder Wasser, weil es wird ja angezeigt. Aber jetzt ist sie natürlich kaputt. Was auch sonst. Hi, wer bist denn du? Du bist aber frühlingshaft unterwegs. Heidi, ich kenne dich noch gar nicht. Also ein paar Sims scheinen doch nachzukommen. Wer bist du? Okay. Cool. Ist auch so ein Jungspund. Rohan. Ist der wirklich Rohan? Stopp. Rohan. Hallo, Holunder oder wie ich hieß. Rohire! Tschüss.
Entschuldigung. Jake ist noch jünger. So, wieso ist Jake eigentlich jetzt noch jünger wie James? Weil die beiden wohnen ja in einer Bude und haben auch eigentlich das gleiche Alter. Ich habe sie ja selber erschaffen. Finde ich kritisch. Aber okay, sollen wir gleich sein. Das ist okay. Wir forschen mal eine Pflanze, vielleicht bringt es ja was. Teile plündern. Jips, aha. Wir erforschen eine Karottenpflanze. Sehr schön. Die haben wir jetzt erforscht. Und wir müssen immer noch duschen. Ich möchte doch einfach nur duschen. Meint ihr, wir können bei James jetzt duschen, weil wir gut befreundet sind? Sie hat sie wieder ein Objekt gestohlen. Sie war gerade duschen. Sie kann gar kein Objekt gestohlen haben. Immerhin war sie unter der Dusche. So, jetzt wird's was hier. Alle Jäten. Wir können ja nochmal im Magnolienblütenpark. Da können wir einerseits können wir unsere Logikfähigkeit dort aufpushen. Andererseits haben uns die Bienen mal wieder gestochen. Können wir dort schauen, ob wir irgendwas finden, was wir anpflanzen können. Wir müssen auch unsere Arbeit noch machen. Von daher sind wir irgendwie auf dem Gemeinschaftsgrundstück, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Och, Nox ist auch alt. Nox hat noch nie mal Kinder. Das heißt, irgendwann ist Nox weg. Und wir kriegen nichts Gegrilltes mehr. Muss man ja mal gesagt haben, ne? So, oh, der sieht im Herbst auch sehr nett aus. So. Erstmal sammeln wir hier Wasser ein. Das kann nie schaden. Und hier wächst einfach nichts. Es wächst einfach nicht. Doof. Gucken wir mal, dass wir mit ihm hier mal. Nein, okay, mit ihm nicht. Mit ihm hier? Schach spielen? Die sind alle an Angeln hier. Die rasten. Ach, er ist. Okay, er ist ein Megastar. Dirk Traumtänzer. Traumtänzer. Brr. Megastar. Da fällt sie glatt aus den Socken. Kann allerdings auch daran liegen, dass sie einfach schlichtweg müde ist. Oh, wir spielen mit einem Megastar-Schach. Look at this. Wir haben mit ihm Schach gespielt. Kannst du auch, wenn er abhaut, weiter Schach spielen, damit wir diesen blöden Punkt endlich kriegen? Kommunales Konzept präsentieren und wer dafür ein Gemeinschaftsflächenprojekt anwerben. Ich weiß immer noch nicht, wie das geht. Lass mich aber auch nicht spoilern. Vielleicht finden wir es irgendwann nochmal raus. Wem haben wir sonst hier noch so? Oh, wer ist er denn? Leopard. Nice. Stell dich mal bei Leo vor. Der ist nett. Also, der sieht gut aus. Hi. Kann man mit Leo Palm auch spielen? Mit seinem Herz. Nein. Hallo, ich wollte mit ihm. Ich wollte nicht mit dir spielen. Ich wollte mit ihm spielen. Funktioniert das nicht? Schade. Können wir jetzt mit ihm spielen? Bitte. Danke. Aber dieser Superstar, der redet ganz normal mit uns, ne? Man kann ja eigentlich immer nur Autogramm bitten und sowas alles. Sind wir bald durch? Ich glaube, jetzt ist zu viel los, dass wir das noch wirklich fertig kriegen, ne? Ich würde sagen, wir machen mal schnell ein kommunales Konzept fertig, was wir präsentieren können, damit wir am wenigsten bei der Arbeit ein bisschen was gemacht haben. Oh, die lästern über den Promi.
Habt ihr das gesehen? Er hier, Fanboy Leo, ja, lästert über den Promi. Das muss man sich mal, ne? Hier stellen wir uns mal vor. Hi. Oh, du läufst aber bunt rum. Cool. Annika, mal Konzept präsentieren. Gut, dann können wir das Ganze überarbeiten, wie immer. Hier können wir nur einreichen. Ach Quatsch, müssen wir ja am Tisch, ne? Wo haben wir den denn? Wo ist er? Also entweder bin ich blind oder sie hat jetzt den Zeichentisch einfach schlichtweg verlegt. Nein. Okay, er ist weg. Cool. Gut. Das ist ja wieder sehr ausgefallen, dass da einfach der Zeichentisch verschwindet. Was waren die denn hier? Ach, das ist eine Anglertruppe. Ja, wie witzig ist das denn? Hi, Jungs. Die eingefleischten Angler. Cool. Ab nach Haus. Neue Kontakte geknüpft. Das ist doch schon mal super. Unser Zeichentisch verloren. Das ist nicht so super. Irgendwie. Aber immerhin haben wir was geschafft. Auch wenn wir das irgendwie nie kriegen. Leider. Kann ich hier noch ein bisschen spielen, damit ich meinen Logikfähigkeitenpunkt noch vollkriege? Ich will den jetzt vollkriegen, weil ich will die Beförderung. Bitte. Danke. Morgen. Weil morgen ist schon wieder Freitag und wenn wir dann das nicht hinkriegen, dann ist schon wieder die nächste Woche. Ich weiß, du bist müde, aber du schaffst das. Chaka? Sehr gut. Endlich. Endlich! So, schlafen gehen. Windrad läuft noch. Einmal auf Toilette gehen, das ist eine gute Idee. Dann kannst du schon mal duschen gehen. Wir haben nämlich anscheinend gerade einen Wasserüberschuss, was auch gut ist. Hoffentlich ist es nicht wieder, wer weiß, wie schnell aufgebraucht. Haferbrei essen wir heute Morgen mal ganz einfach. Oh, wir müssen hier nachher schon wieder sauber machen und alles. Ich weiß nicht. Ja. Was ist das? Dieses Objekt benötigt kein Wasser mehr und verbrennt auffüllbares Benzin. Aha. Manchmal sollte man auch mal nachgucken, was man so verbessern kann, ne? das ist super. Das ist cool. Das ist genau das, was wir brauchen, dass sie da einfach kein Wasser mehr braucht. Diese Geräusche immer, ne? Die, wah, ha, wah, ha. Voll bescheuert. So. Zwei Ohrabsauger auffüllen. Duschen. Cool. Nice. Das gefällt mir. Guck mal, du kannst nochmal ein Nickerchen machen, bevor du zur Arbeit musst. Ah, die Kraftsetzung wurde schon wieder nicht angenommen. Und wir haben eine Beförderung bekommen. Yay, das wollte ich noch. Beförderung zu, ich möchte das lesen, Gemeindearchivarin. Okay, Gemeindearchivarin. Wir verdienen 33 Simoleons mehr. Haben 1200 extra bekommen. Sonnenkollektor Boden haben wir bekommen. Ja gut, ist jetzt nichts Neues. Und Schicht beginnt um 10 und wir müssen morgen tatsächlich arbeiten. Okay, dann würde ich aber sagen, machen wir morgen weiter. Wir haben die Beförderung endlich in eine Tasche. Was brauchen wir für die nächste? Wieder Logikfähigkeit mehr und Charismafähigkeit mehr. Wir steigen steil auf in unserer Karriere. Und ja, wir haben endlich das Duschproblem gelöst. Das war das größte Problem. Ich sollte mal mehr bei Verbesserungen gucken. Aber das Ding ist halt eben, ich möchte nicht alle Sachen verbessern, weil es halt eben noch die günstigsten Sachen sind. Vielleicht renovieren wir morgen einfach mal in der nächsten Folge unser Badezimmer, damit wir da Gegenstände haben, die ich auch dauerhaft behalten möchte, damit wir die dann verbessern können und die auch dauerhaft besser bleiben. Ihr versteht, was ich meine, ne? Alles klar. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ihr Lieben.